So, ihr Lieben, wir widmen uns in dieser Reihe weiter der unverhofften Großartigkeit des Menschen, mit anderen Worten der provokativen Therapie. Und wir sind jetzt wieder in einem anderen Kapitel, in einem neuen Kapitel, Kapitel Nummer 7, provokative Gruppen- und Familientherapie. Ich selber weiß nicht, was uns erwartet, obwohl ich das Buch schon zweimal gelesen habe vorher, weil ich das völlig vergessen habe, was in diesem Kapitel kommt. Dunkle Ahnungen habe ich, dass mir das Kapitel nicht sonderlich gefallen hat damals, aber das kann sich geändert haben, keine Ahnung. Also ich werde selber überrascht sein. Hat wahrscheinlich auch einen Grund, weil ich mittlerweile nur noch selten mit Gruppen arbeite. Früher mal etwas mehr oder immer mal wieder. Habe ich Gruppencoachings gegeben, auch Formate, die formell als Training ausgeschrieben waren, aus denen ich dann aber ein Gruppencoaching gemacht habe, weil ich vom Format Training noch nie so richtig überzeugt war. Dazu müsste man ja was zu vermitteln haben und das habe ich nicht. Ich bin ja ständig selber immer nur verwirrt und versuche nur mit meiner eigenen Verwirrtheit klarzukommen und dann waren wir halt kollektiv verwirrt. Das war oft sehr produktiv. Also die Leute mochten das, wenn ich mit Gruppen gearbeitet habe. Für mich war es oft sehr anstrengend. Also ich habe da noch nicht so richtig einen Weg gefunden, wie das für mich auch angenehm ist und deswegen mache ich es momentan nicht so viel. Vielleicht ein Grund, warum ich mir das nicht so gemerkt habe, weil es für mich nicht so relevant war. Es gab aber tatsächlich Zeiten, ungelogen, wo ich gedacht habe, ich hätte vielleicht eher Trainer als Coach werden sollen, also wo ich total beglückt war von diesen Formaten, in denen ich viel gearbeitet habe. Diese ganze Vielfalt der Menschen, diese ganzen Unterschiede, auch wie die reagieren die aufeinander, das ist ja wunderbar utilisierbar, wunderbar nutzbar. Man muss da nicht die ganze Arbeit selber machen, weil die Leute arbeiten sich aneinander ab. Das ist sehr entlastend. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass es jetzt, Gott, diese Hochzeit ist wahrscheinlich so 10, 11, 12 Jahre her, dass ich da noch so Perfektionsansprüche hatte. Also ich habe das immer sehr gut vorbereitet, habe mir Gedanken gemacht. Also ich war danach echt fertig. Das waren so 3 Tagestrainings, 3 Tagesformate. Die waren echt intensiv. Die waren ziemlich geil, muss man sagen. Aber sehr, sehr, sehr anstrengend. Also nach den 3 Tagen, was hat sich angefühlt wie ein Marathonlauf? Und heute weiß ich, wenn es sich so nach 3 Tagen anfühlt, wenn du so fertig bist, dann heißt das nicht, dass du einen guten Job gemacht hast und dass du alles gegeben hast, sondern hast du was verkehrt gemacht. Aber das wusste ich damals noch nicht und da war ich halt auch noch mehr als 10 Jahre jünger als heute. So, wie Sie es gesagt haben, zeige ich euch nochmal dieses wunderbare Bild. Vor jedem Kapitel kommt ja so ein Narrenbild. In diesem Fall sieht das hier so aus. Kann man das erkennen? Genau, also der Narr. Und der mich dazu verführt hat, wirklich verführt hat, dieses Buch zu kaufen. Das war, wie bei jeder Verführung, bereut man es hinterher, verführt worden zu sein. Jetzt hänge ich aber damit drin. Ja, Verführungen kann man nicht rückgängig machen und jetzt hänge ich da drin in dieser provokativen Schiene, in dieser provokativen Kiste, zumindest ein bisschen. Oder so ein bisschen mitgefangen, mitgehangen. Ich kriege das nicht mehr, nie mehr ganz raus, dass ich weiß, dass es das gibt, dass ich es erlebt habe, wie mit mir provokativ gearbeitet wurde, also wie ich provokativ beackert wurde oder aber eben auch selber schon provokativ gearbeitet zu haben. Das geht nie mehr richtig raus. Also ich kann nur davon abraten, sich der provokativen Methode zuzuwenden. Ihr habt jetzt noch eine Chance wegzuschalten, eure letzte Chance. Wahrscheinlich ist es schon zu spät. Wahrscheinlich habt ihr schon den Jordan überschritten. Jordan? Crossing Jordan. Keine Ahnung, ihr seid über den Jordan gegangen. Nee, es ist der Rubikon, oder? Keine Ahnung, was man. Also auf jeden Fall, ihr habt diese magische Linie überschritten, wo es einfach zu spät ist, wo es kein Zurück mehr gibt. Point of no return. Jetzt müsst ihr durchziehen. Jetzt müsst ihr durchziehen bis Video Nummer 100. Ah, wie geil. Ja. Ja, es gibt Leute, die melden mir zurück, dass diese Videos angeblich süchtig machen, trotz der kleinen Klickzahlen. Ich bin sehr überrascht, dass überhaupt so verrückte Menschen existieren, dass diese sehr komischen Videos, die ja auch, ich sage jetzt dazu besser nichts, dass es Menschen gibt, auf die das einen süchtig machenden Effekt hat. Das ist doch erstaunlich. Also, ich glaube, Menschen gewöhnen sich einfach an alles und alles, was so kontinuierlich ist. Und ich hau ja kontinuierlich ein Video nach dem anderen raus in dieser Reihe. So, wonach wir Menschen alles süchtig werden können, da gibt es eigentlich keine technische Grenze. Ja. Man kann auch süchtig werden, danach zum Beispiel Überraschungsei-Figuren zu sammeln. Ja. Oder nach dem nächsten Nutella-Glas. Kein Problem für uns Menschen. Oder nach Arbeit. Ja. Arbeitssucht. Mit Arbeitssucht ist nicht zu spaßen. Ich habe viele traurige Fälle in meiner Praxis erlebt. Leute, die nicht mehr runterkommen können. Wo dann auch Ersatzdrogen wie ehrenamtliche Beschäftigung nicht mehr gewirkt haben.
Traurige Fälle. Menschen, die wir verloren haben. Aber jetzt mache ich mal hier weiter. Ja, also Gruppentherapie. Im Grunde ist ja auch jede Firma eine Art Gruppen- und Familientherapie. Das wird nur nicht offiziell anerkannt. Die Leute finden Therapie doof, die Leute finden Menschen doof, die Leute finden Beziehungen doof, die Leute finden Gefühle doof. Also alles, was das menschliche Leben ausmacht, finden sie doof. Sie wundern sich darüber, warum sie so ein doofes Leben haben, nachdem sie also alles abgespalten und alles externalisiert haben, was das Leben schön macht. Und das passiert natürlich auch im Firmenkontext. Und insofern ist jede Firma eine verkappte Form von Gruppen- und Familientherapie. Darüber wird halt nur nicht offen geredet. Ich bin der Einzige, der das offen ausspricht, weil ich so weit weg davon bin. Ja, ich kann mir das leisten. Ja, ich habe nichts zu verlieren. Also kann ich die Wahrheit aussprechen. Aber Leute, die das nicht akzeptieren wollen, haben oft ein ziemlich mieses Leben in Firmen, weil, ich meine, die Menschen sind ja da. Die Menschen sind da mit ihren Gefühlen, mit ihren Schrägheiten, mit ihren seelischen Verwundungen, mit ihren Narben, mit ihren Fixierungen, mit ihren verrückten Ideen, mit ihren irgendwas, ja, so. Und das macht ja das Zusammenleben in Firmen wirklich schrecklich anstrengend. Diese ganzen Menschen, die da sind und wie die drauf sind, ja, furchtbar, furchtbares Zeug. Also, und da muss man dann klarkommen. Und die treffen einen auch immer schräg von der Seite. Also immer, wo du es nicht erwartest, kommt jemand schräg von der Seite, reißt die Tür auf oder schreibt irgendeine komische E-Mail oder macht einen komischen Anruf. Und dann musst du damit klarkommen. Und vieles von dem Zeug, was ja die Leute tun, ist ja vollkommen durchgeknallt, ja. Wenn du dann nicht therapeutisch gestellt bist, dann hast du echt ein schwieriges Leben in Firmen. Also, ich kann nur jedem Menschen empfehlen, ein Therapeut zu werden. Das heißt natürlich nicht, dass man selber irgendwie seelisch ausgeglichen wäre. Ich meine, das ist ja bekannt. Die verrücktesten unter allen Menschen sind selber Therapeuten. Das ist ja, ne, also überhaupt kein Widerspruch. Man kann ja wunderbar, also ich bin sauer, selber ein gutes Beispiel. Ich meine, ich bin kein Therapeut, aber ich bin halt ein Coach, ein professioneller Coach jetzt seit über 12 Jahren. Ich habe also dermaßen welche an der Klatsche, dass alles zu spät ist. Ja, also ich kann in vielen Bereichen, kann ich andere übertoppen, an wie verrückt ich bin. Es gibt so Bereiche, da bin ich im Exzellenzbereich unterwegs, an Verrücktheit. Und es hat mich also nicht gehindert, wunderbar mit Menschen arbeiten zu können oder so, und auch wirklich gute Wirkungen zu entfalten. Also es ist erstaunlich, wie verrückt man sein kann und trotzdem noch gute Arbeit machen kann. Und das gilt natürlich nicht nur im Coach-Beruf, das gilt in jedem Beruf. Ja? Viele Leute, Vollprofis, die wirklich einen krass guten Job machen, die wirklich Hammerarbeit leisten, tragende Säulen des Unternehmens, ja, High-Performer, aber gleichzeitig in verschiedener Hinsicht völlig durchgeknallt. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Ja? Es ist auch nicht so, dass man die Verrücktheit bräuchte, um solche Leistungen zu bringen. Das wäre auch zu weit gedacht. Aber man kann trotz dieser Verrücktheiten oder gleichzeitig mit diesen Verrücktheiten wunderbare Leistungen erbringen. Also dass sozusagen sich Verrücktheit immer in Leistungsminderung auswirken würde, ist ein Mythos. Ja? Der wird permanent durch die Realität falsifiziert. Oder durch Ausblendung. Das kann man nur durch Ausblendung übersehen. Also wenn man denkt, naja, er bringt gute Leistung, also kann er nicht verrückt sein. Oder er ist verrückt, also kann er gute Leistung bringen. Gut, wenn das einmal gesetzt ist in unserem Gehirn, dann kannst du es nicht mehr wahrnehmen, weil du es ausgeblendet hast. Wenn du aber diese komische Wahrnehmungsschablone aus deinem Gehirn entfernst, so bzzzt, nimmst es raus, dann siehst du, gleichzeitig vollkommen durchgeknallt und gleichzeitig bringt tolle Leistung. Überhaupt kein Widerspruch. Aber das Blöde an Verrücktheit ist, sie ist sehr anstrengend für den Menschen selber und für alle Menschen um ihn herum. Also, wenn es Verrücktheit ist, in einem jetzt sehr vulgärsprachlichen, alltagssprachlichen Sinne, wie ich das hier gebrauche, nicht ICD-10 und M5, vergesse es immer, wie es auf die amerikanische Skalierung, ihr kennt das. Es gibt ja diese beiden Skalierungen von psychischen Erkrankungen, von psychologischen Pathologien. Also nicht in diesem Sinne, sondern so salopp, alltagssprachlich. Also wenn es verrückt ist in diesem alltagssprachlichen Sinne, dann ist es immer anstrengend. Und in der Regel, so gut wie immer, ist es anstrengend sowohl für den, der in diese Verrücktheit hat, der diese Verrücktheit performt, als auch für die Menschen um ihn herum. Wenn es nicht anstrengend ist, ist es nicht verrückt. Wenn alles smooth läuft, ja, es ist wie ein Indikator, ja. Wann immer ihr merkt, es wird irgendwie anstrengend mit einem Menschen, ist eine Verrücktheit im Raum. Immer. Und dann muss man reagieren, ja. Und viele Leute reagieren dann nicht oder reagieren so darauf, dass es noch anstrengender wird. Also, dass alle kollektiv noch verrückter werden. Und das Ganze nennt man dann Berufsleben oder Unternehmertum. Ich weiß, es ist eine unpopuläre Ansicht, aber naja, face the facts, ja. Ich als völliger Outsider, ja, wie sagt man, der nicht betriebsblind ist, ja, Außenstehende sind ja immer nicht betriebsblind. Genau, also ich als vollkommen unbetriebsblinder, also als einzig sehender Mensch unter lauter Betriebsblinden, weil sie in Betrieben stecken, ja, als eben Mensch, der jetzt so mit Unterbrechungen, ich war auch immer wieder in Unternehmen drin, seit etwas mehr als 12 Jahren selbstständig ist,
Ich kann das sehen, ja, wie durchgeknallt das Wirtschaftsleben ist, ja. Und das Familienleben in Wirtschaften, in Wirtschaftsunternehmen und das auch Nichtwirtschaftsunternehmen, auch in Behörden oder in gemeinnützigen Organisationen, in Vereinen, in NGOs, also überall, wo halt Menschen aufeinander hocken, ist Verrücktheit am Werk, ja. Deswegen all das. All unser Erwachsenenleben ist eine einzig große Gruppen- und Familientherapie. Und deswegen schauen wir uns das jetzt näher an. Mann, war das eine Vorrede. Mann, bin ich gut heute drauf. Obwohl es überhaupt keinen Anlass gibt. Also ich habe tausend Sorgen im Moment. Ich kompensiere das mit diesem Video. Wie schlecht es mir eigentlich geht. So, jetzt machen wir aber trotzdem weiter. Seite 195 sind wir hier im Buch Provokative Therapie. In diesem Kapitel wollen wir darlegen, wie die bisher beschriebenen Techniken und Prinzipien bei Gruppen und Familien anzuwenden sind. Das leicht Normative verunsichert mich etwas, also anzuwenden sind, angewendet werden können, wer hätte mir mehr gefallen, aber Ferrelli hatte keine Scheu vor Normativität. Beeindruckt mich irgendwie, obwohl es mich gleichzeitig verstört. Die Annahmen und Techniken sind nicht unterschiedlich, nur die therapeutische Situation, in der sie angewandt werden. Das ist doch nett. Also das gefällt mir schon wieder. Stabilität und Varianz. Die therapeutische Situation. Also wenn man wie ich Institutionenethiker ist, ich bin ja eigentlich Philosoph, ne? Also wer das nicht weiß, ich habe Philosophie studiert und bin ein glühender Verfechter der Institutionenethik, wie ich sie kennengelernt habe, unter anderem, was weiß ich, bei Solon, Kleisthenes, Thomas Hobbes, Karl Hohmann und Jünger, ja, also seine Anhänger. Alles Institutionenethiker, die nicht auf persönliches Verhalten, auf persönliche Geschichte, auf Gene, auf Persönlichkeit, auf Menschen zu rechnen, sondern auf Institutionen oder anders gesprochen auf formbare Situationen. Was sind Institutionen anderes als Shaping von Situationen, in denen dann Menschen handeln, also Gestaltung von Spielregeln anstatt von Spielzügen? Das sind diese zwei Ebenen, einmal die individualethische und dann die institutionenethische oder manchmal verkürzt gesprochen Ethik und Politik. Also das ist das, woher ich komme, also akademisch gesehen. Und also wenn man so geschult ist, dann wird man diesen Satz anders lesen. Also die Annahmen und Techniken sind nicht unterschiedlich, nur die therapeutische Situation, in der sie angewandt werden. Und dieses nur ist dann sehr interessant, wenn man Institutionenethiker ist. Ja, weil das ist das größte nur überhaupt. Oder das kleinste nur. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also nichts ist wichtiger als die Situation. Die Situation ist alles. Und eben auch. Was provokative Therapie ist, kann man institutionenethisch, also wenn man Philosoph ist, reframen. Man kann es anders sehen. Da kann man nämlich sehen, dass wir uns in der therapeutischen Arbeit oder auch im Coaching oder in jeglicher Form von unmittelbarer zwischenmenschlicher Interaktion, in jedem Beratungssystem, in jedem Beziehungssystem wechselseitig füreinander zu Situationen machen, zu Rahmenbedingungen machen, zu Umwelten machen. Also das Zwischenmenschliche besteht in einer mindestens doppelseitigen, nicht Kontingenz, sondern in einer doppelseitigen, wir sind füreinander Umwelt, und zwar hochrelevante Umwelt. Und dann entsteht eben spontan eine Art Beziehungssystem oder im Coaching ein Beratungssystem, und ja, wo man Situation füreinander ist. Und nichts ist relevanter als Situationen für Menschen. Auf Situationen reagieren wir Menschen immer zuverlässig. Wenn wir nicht reagieren, ist es für uns keine Situation. Im Sinne von, ich habe hier eine Situation oder wir haben hier eine Situation. Also Situationen sind alles, was zählt. Und insofern auch ist wieder dieses nur leicht verstörend, wenn es hier heißt, die Annahmen und Techniken sind nicht unterschiedlich, nur die therapeutische Situation, in der sie angewandt werden. Situation is everything für einen Institutionenethiker und ich bin einer. So, jetzt geht's aber hier weiter. Mann, bin ich heute labertaschig. Das ist wahrscheinlich dieses Überkompensieren. Ja, immer wenn ich leicht verstört bin, rede ich sehr viel. Außer ich habe mich gerade im Griff. Aber hier geht es, in diesen Videos geht es nicht darum, dass ich mich im Griff habe. Hier geht es darum, dass ich mich mal nicht im Griff habe. Ja, hier werden die, wie sagt man das, die Hunde von der Kette gelassen in dieser Videoreihe. Ja, also das ist natürlich auch sehr erbärmlich, muss man sagen. Wenn das hier, was ich hier tue, die Hunde von der Kette lassen will, das ist ja schon auch sehr Schmalspur, muss man sagen. Also wenn andere Leute die Hunde von der Kette lassen, da passieren ganz andere Dinge als bei mir. Ich bin halt doch ein sehr zahmer, ein sehr sanfter, ein sehr zarter Mensch irgendwo. Ja, also meine hu wildesten Hunde sind immer noch süße Welpen. Also aus Sicht anderer Menschen natürlich. So. Provokative Therapie führt von selbst zu diesen Behandlungsformen. Sehr schön, gefällt mir, weil sie sehr breit interpersonal und auf das Hier und Jetzt angelegt ist. Ja, also wir würden heute sagen systemisch. Eine der systemischsten Methoden überhaupt. Es gibt auch andere sehr tolle systemische Methoden. Zum Beispiel, auch wenn ich es hier bis zum Erbrechen wiederhole,
die hypnosystemische Arbeit mit im Zuge im Kontext von Gunther Schmidt. Wunderbar, wunderbares Zeug, gefällt mir auch. Aber eben auch die provokative Arbeitsweise im Kontext von Ferrelli, den ich immer noch falsch ausspreche, weil ich es nicht rausbringe und weil ich nicht wirklich weiß, wie man ihn richtig ausspricht, diesen irischen Hundesohn, ist auch eine hochsystemische Arbeit. Muss man immer wieder betonen. Und also das wird hier ausgedrückt, wenn hier gesagt wird, weil sie sehr breit interpersonal und auf das Hier und Jetzt angelegt ist. Ne? Prozessorientiert und systemisch ist die provokative Arbeit. Für die Spezialisten unter uns, die dieses Video natürlich niemals schauen werden. Aber das ist mir doch egal. Der provokative Therapeut wird in jedem Setting versuchen, positive und negative Gefühlserfahrungen zu provozieren. Yes. Um es dem Patienten zu erleichtern, sich auf bestimmte Verhaltensweisen einzulassen. Erstens, also jetzt kommt wieder diese Reihe, was sind die Ziele? Diese Ziele verstören mich wirklich auch. Für mich hat ein Coach, ein Therapeut keinerlei Ziele. Das ist natürlich gar nicht möglich. Er will halt hilfreich sein in irgendeiner Weise, wo er selber noch nicht weiß, wie es ist. Ferrelli hatte offensichtlich Ziele und kommen jetzt zum dritten Mal in diesem Buch, werden sie mal wieder aufgezählt. Also die Ziele von Frank Ferrelli persönlich, seine sehr persönlichen Ziele, ist erstens den Selbstwert mit Worten und Verhalten zu bestätigen, zweitens sich richtig zu behaupten, wenn man Aufgaben übernimmt und sich in Beziehungen einlässt, drittens sich selbst zu verteidigen in einer sozial adäquaten Weise, viertens die psychosoziale Wirklichkeit zu überprüfen und die notwendigen Unterscheidungen für die jeweils angemessenen Reaktionen zu erlernen. Mann, ist das alles hochabstraktes Zeug, ich weiß gar nicht, wie ich das inhaltlich füllen soll, obwohl ich es könnte, wenn ich wollte, aber ich habe keine Lust dazu, mir ist der Scheiß zu abstrakt, Entschuldigung. Fünftens, sich auf persönliche Beziehungen einzulassen und Risiko zu übernehmen. Da bin ich wieder voll mit dabei, also Risiko in Beziehungen. Ich meine, welche Beziehung, gibt es risikolose Beziehungen? Also ich würde sagen, jegliche Beziehung ist ein Risiko für einen Menschen. Warum? Weil wir so hochsoziale Wesen sind, weil wir so hoch responsiv sind, weil wir so stark aufeinander reagieren, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen ist jegliches sich einlassen auf eine Beziehung hochrisikobewährt. Ja? Das ist auch der Grund, warum viele Menschen Beziehungen so notorisch verweigern, ja, also vermeiden. Also entweder sich nur so ein bisschen einlassen, was viele dadurch lösen, dass sie sehr, sehr viele Beziehungen haben. Dann wird halt keine einzelne Beziehung so tief. Ne? Man hat einfach das affektive Potenzial verteilt auf mehr Leute. Ja? Dann ist also keine einzige Beziehung tief. Das geht natürlich schon auch. Man kann eine tiefe oder zwei oder drei, vier, fünf tiefe Beziehungen haben und noch andere drumherum. Aber das ist ja nicht so, wie es die meisten Menschen machen. Die meisten Menschen machen es so, dass sie halt sehr viele Schmalspurbeziehungen haben, weil sie sich dann unabhängig glauben. Ne, das ist so Risikoverteilung. Ne? Wenn ich Alternativen habe, bin ich nirgendwo richtig tief drin. Sich auf einen Menschen wirklich, wirklich einzulassen, alternativlos eine unbedingte Beziehung daraus zu machen, aus der man im Grunde nicht mehr rauskommt, ohne sich das eigene Herz rauszureißen oder zumindest Teile davon, das ist halt sehr risikobehaftet, weil man sich ausliefert. Da muss man sich also sicher fühlen. Diese Sicherheit bringen heute sehr wenige Menschen mit. Das hat sehr viel damit natürlich mit zu tun, wie wir kleine Kinder großziehen, dass wir diese wenig am Körper tragen, dass die meisten Menschen unsicher gebunden sind, dass sehr wenige Erwachsene gelernt haben, auf die Gefühlsäußerungen und Bedürfnisäußerungen von Kindern so zu reagieren, dass die Kinder wirklich, wirklich sich geborgen fühlen können. Das hat alles einen gesellschaftlichen Kontext. Also, und naja, im Ergebnis laufen halt die meisten Menschen unsicher gebunden oder mit anderen Worten hochgradig verrückt herum und sind dann nicht mehr so in der Lage, sich auf Beziehungen einzulassen. Damit müssen sich dann arme Therapeuten rumschlagen oder beziehungsweise verdienen sie sich daran eine goldene Nase. Das ist ein abgekartetes Spiel, wenn man so will. Ja, bei dem alle verlieren, übrigens auch die Therapeuten aus meiner Sicht. Aber das nur am Rande. Also, der Ausdruck von Gefühl und Verletzlichkeit ist unmittelbar. Er wird als zutreffend erfahren. Also nur, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Natürlich ist das wertvoll trotzdem, ne? Das ist ein Nachheilen das ist ja möglich, ne? Bekanntlich kann man nachheilen. Dinge, die in der Kindheit schiefgegangen sind, kann man später korrigieren. Die Frage ist, wäre es nicht ein bisschen effizienter, wenn man gar nichts erst was kaputt macht am Menschen, sodass man hinterher nichts mehr reparieren muss? Aber unsere Gesellschaft hat eine gute Reparaturindustrie am Werk, die eigentlich davon lebt, dass wir permanent Schaden anrichten, wo es dann halt Therapie braucht. Aber den Therapiebedarf überhaupt zu senken, irgendwie auf die Idee ist unsere Gesellschaft noch nicht so richtig gekommen, warum auch immer. Also ich vermute hier keine böse Verschwörung von bösen Therapeutenverbänden. Ich neige generell nicht so zu Verschwörungstheorien, wahrscheinlich weil ich dazu zu institutionenethisch, zu systemisch denke. Also ich glaube nicht, dass wir die Welt im Griff haben. Ja, also viele Dinge, die schief gehen, gehen einfach deswegen schief, weil sie halt zu groß fürs menschliche Maß sind, weil wir eben sie nicht unter Kontrolle haben. Dazu braucht es weder Dummheit noch böse Absicht. Es reicht dazu, dass wir einfach Menschen sind und dass wir sehr viele sind und schon gehen wunderbar viele Dinge schief. Das ist für mich, der Quell alles Übels.
allen Übels, aller Probleme, die wir in gesellschaftlicher Hinsicht haben. Wir sind halt Kleingruppenwesen, die in einer Großgesellschaft zusammenzuleben versuchen, jetzt schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, und die davon strukturell überfordert sind, weil wir halt einfach von Natur aus Affen sind und von Natur aus Kleingruppenwesen sind, die darauf angelegt sind, in Kleingruppen sehr gut zu funktionieren. Aber leider leben wir halt in Großgesellschaften zusammen und können das auch gar nicht ändern. Und übrigens will ich das auch gar nicht ändern. Ich finde Großgesellschaften super. An den Formen, wie wir in Großgesellschaften gut miteinander umgehen können, wie wir dort gut miteinander auskommen können, wie wir dort gute Beziehungen stiften und leben können, daran arbeiten wir noch. Aber daran arbeiten wir seit mehreren tausend Jahren aus meiner Sicht. Prost. Es wird ja ein richtiges Das Imperium schlägt zurück Video. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, man überrascht sich immer wieder selber. Also hier der kleine Adalan schlägt zurück gegen den Rest der Gesellschaft, gegen das große 8 Milliarden Menschen-Ding. Ja, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich habe was sehr Lutherisches an mir, also ich kann das gut aushalten. Ne? Also ich bin der Typ, der dann diese, wie viel waren es? 82, 10, 72, ich weiß nicht mehr, 92, also diese blöden Thesen an die Kirche der in Wittenberg annagelt. So der Typ bin ich. In der Regel haben die immer ein kurzes Leben und werden eigentlich normalerweise gelyncht, gekreuzigt oder weggesperrt. Ja, also wenn es gut läuft, werden sie weggesperrt. Gut für alle übrigens. So. Die tauchen immer wieder auf, diese Menschen. Man weiß nicht, woher die kommen. Irgendein evolutionäres Feature, irgendwie scheinen die wichtig zu sein für die menschliche Gesellschaft. Man hat aber noch nicht herausgefunden, inwiefern und wieso und wie. Es gibt Theorien dazu. Zum Beispiel eine interessante Theorie ist die von Georg Parlor, ein Wiener Typ, der dieses komische Hochsensibilitätskonzept aus den Staaten adaptiert hat und nach Deutschland importiert hat, mittlerweile weithin bekannt. Es gibt zahlreiche Bücher, aber Georg Parlow war einer der ersten, hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Zart beseitet. Und ich bin skeptisch, wie bei allen solchen komischen Persönlichkeitstheorien, aber er hat lustigerweise evolutionspsychologische Begründungen für das stabile Auftreten von Hochsensibilität. Das finde ich als jemand, der die Evolutionstheorien sehr schätzt, sehr belebend oder sehr interessant. Also ich mag das. Ja. Also Evolution bekanntlich ist ja eigentlich keine Theorie, sondern ein Fakt. Und Leute, die sich halt mit Evolution beschaffen, also eigentlich müsste man sagen Evolutionswissenschaftler. Und insofern, der Georg Parlow hat so einen evolutionswissenschaftlichen Zugang, wo er sagt, es gibt Gründe dafür, dass so und so viel Prozent der Bevölkerung, keine Ahnung, wie die das messen wollen, das ist ja immer auch mehr Behauptung als Fakt, stabil hochsensibel sind, also nicht nur in menschlichen Populationen, auch in anderen Tierpopulationen, vor allem bei Tieren, die halt in sozialen Verbänden zusammenleben, also in sozialen Tieren. Nicht jedes Tier ist ja ein soziales Tier, nicht jedes Tier lebt in Gruppen. Bei sozialen Tieren sei es ein relativ stabiles Feature, wenn ich den Georg Parlow richtig verstanden habe. Und er hat interessante Ansichten dazu, warum es solche komischen Menschen gibt. Ja. Wie gesagt, ich stehe sehr skeptisch diesem Konzept der Hochsensibilität gegenüber, obwohl schon sogar in irgendeiner komischen Familienzeitschrift mal Artikel erschienen sind über meine kleine Familie, anonymisiert natürlich, weil wir alle drei, also sowohl meine Frau als auch mein Sohn als auch ich, bestimmte Kriterien für Hochsensibilität erfüllen. Und dann kam eine lustige Journalistin zu uns nach Hause und hat über uns und, glaube ich, noch eine andere Familie zusammen dann Artikel verbrochen in irgendeiner Familienzeitschrift. Also so weit ist es schon gekommen. Ja, das war schon, ist schon ein paar Jahre her. Da war unser Sohn noch ganz klein. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Alle diese Ziele kann man in Gruppen- und Familientherapien anwenden. Ja, also die klassischen 5 Ziele von Frank Furedi. Zunächst werden wir auf die Gruppentherapie sehen und uns dann der Familientherapie zuwenden. Also er unterscheidet das. Finde ich auch interessant. Sind Familien was anderes als Gruppen? Sind Gruppen was anderes als Familien bei dem Affenwesen Mensch? Auch hier bin ich skeptisch. Mal sehen, aber vielleicht überzeugt er mich ja. Ich bin immer leicht zu überzeugen. Das wirkt nach außen nicht so, aber ich habe einen sehr beweglichen Geist in dem Sinne, dass man mich leicht beeinflussen kann. Oft muss ich mich sehr abschotten, weil praktisch fast alles, was man mir sagt, mir zu denken gibt. Ja, nicht jeder Mensch ist so gebaut. Ich bin da halt krankhaft veranlagt. Also praktisch, ich habe diese gedankliche Immunabwehr nicht. Du sagst mir was und ich denke drüber nach. Ja. Deswegen muss ich mich von vielen Menschen, die mir viele Verrücktheiten ins Hirn blasen, also die mit ihrem persönlichen Mindfuck ankommen, sehr abschotten, weil ich würde über jeglichen Mindfuck anfangen nachzudenken aus Prinzip. Ja, also es ist so, ich führe ein sehr einsames, eremitenhaftes geistiges Leben, wo ich sehr vieles nicht lese, mir sehr vieles nicht anhöre, weil ich darauf reagieren würde,
Und das kann ich mir nicht leisten, sorry. Da muss ich dann die Burgwand hochziehen und deswegen, ja, also um in meine persönliche kleine Seele, in meine kleine geistige Burg auch rein zu dürfen, musst du dich sehr freundlich benehmen mir gegenüber, ne? Weil also diese Mauern musste ich entwickeln, um mit dieser merkwürdigen Welt klarzukommen, in der sehr viele merkwürdige Menschen rumlaufen, die sehr viele merkwürdige Ansichten haben und die also mich anhaltend beschäftigt halten mit ihrem Mindfuck. Und naja, ich habe auch noch was anderes zu tun im Leben, als mich jetzt mit dem Mindfuck anderer Menschen zu befassen, weil daran gibt es keinen Mangel. Also der ist so weit verbreitet und hat solche Ausmaße, wie viel Mindfuck in der Welt ist, dass man sich also sehr abschotten muss, um noch ein halbwegs ein stabiles Gleichgewicht hinzukriegen, wenn man so empfänglich und responsiv ist mental, wie ich das bin. Und ja, aber im Coaching geht's, ne, weil da habe ich ja den Auftrag zu reagieren. Also die besten Beziehungen, nicht, Gott sei Dank nicht nur, aber die besten Beziehungen habe ich unter anderem Coaching, weil da ist mein Auftrag. Da darf ich ja reagieren, da darf ich damit was machen, da darf ich damit spielen, darf ich mitspielen, da darf ich intervenieren, da darf ich Wirkung haben, weil ich die Erlaubnis habe, ist ja ein Coaching. Dafür werde ich ja geholt, dafür werde ich ja engagiert, da ist das wunderbar. Aber jetzt so in meinem sonstigen Privatleben, also in meinem Freundeskreis, Familienkreis, Verwandtschaftskreis, Bekanntschaftskreis, bin ich extrem wählerisch, ja. Also man muss sich schon anhaltend gut benehmen mir gegenüber, um in meinem Leben sein zu dürfen. Und ich kann das also in der heutigen Zeit, so wie die Welt ist derzeit, wie die Gesellschaft derzeit gebaut ist, nur empfehlen, diese Burgmauern sehr, sehr, sehr hochzuziehen, sehr, sehr, sehr dick zu bauen, die Tore intensiv zu überwachen und ein paar sehr grimmig reinschauende Torwächter oder ein paar sehr dicke Stahlwände oder wie sagt man das, diese ne, Burgtore, Falltüren, nee, Falltüren ist nicht, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also auf jeden Fall so Zeug zu bauen, mit dem man die Zugänge zu kontrolliert. Also garstige Türsteher, die dann nicht auf die Schuhe gucken, sondern auf das freundliche Benehmen der Leute. Darf der in mein Leben rein? Ja, also habe ich etabliert bei mir und kann ich nur empfehlen. Ich treffe auch ständig andere Leute, also gerade im Coaching, die das nicht haben, also die das nicht etabliert haben und die bereuen das alle. Ja, also in deren Leben passiert dann regelmäßig Folgendes: Die züchten also zum Beispiel wunderbare Blumenbeete, wo sie viel Liebe, viel Herzblut reingesteckt haben, oder schmücken ihre Wohnung wunderschön. Also ich rede jetzt hier natürlich als Bild von ihrer seelischen Wohnung oder ihrem seelischen Vorgarten, bauen aber keine Burgwände und wundern sich dann, dass die Hunnen kommen und alles niedertrampeln oder dass die Vandalen kommen und ihre schöne Wohnung verwüsten. Und das interessant wird es natürlich dann, wenn die Leute das schon mehrfach erlebt haben, aber immer noch keine Zugangsbeschränkungen, keine Türsteher etabliert haben, sondern immer noch jeden in ihren Vorgarten reinlatschen lassen. Weil dann ist natürlich die Frage, die Leute haben ja schon schmerzhaft erlebt, dass das passiert, warum wehren sie sich nicht? Also, oder warum lassen Sie das zu? Es ist ja so leicht, das abzustellen, wenn man es abstellen möchte. Warum stellen es die Leute nicht ab? Und das ist immer sehr interessant, weil die Leute haben natürlich immer Gründe, warum sie es nicht abstellen. Und diese Gründe sind interessant. Sie sind sehr interessant, sehr bemerkenswert, sehr würdigungswert. Sehr viel Liebe ist da angebracht, finde ich. Also so eine liebevolle Zuwendung zu den Gründen, warum die Leute sich nicht schützen vor der bösen, bösen, bösen Welt. Natürlich gibt es auch das Gegenteil. Leute, die sich so abschotten, weil sie dieses Bild haben, die Welt sei so wahnsinnig böse. Ne? Also hier drin sind wir alle Freunde, ja. Die Familie, ne? Muss sich gegen die böse Außenwelt abschotten. Ist ja Horror. Ja? Also das andere ist genauso Horror, wenn nicht sogar noch schlimmerer Horror. Es geht halt darum, dass man überhaupt Unterschiede macht, wie immer. Ja? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an, wer ist mir freundlich gesonnen, wer ist an meinem persönlichen Wohlergehen überhaupt nicht interessiert. Naja, und wenn ihr viele Menschen in eurem Leben habt, die an eurem persönlichen Wohlergehen nicht interessiert sind, dann kann man schon auch fragen, ich meine, wir leben ja nicht mehr in vor 150 Jahren, wo die Leute ausgeliefert waren einander, sondern wir leben in einer liberalen Gesellschaft. Wenn ihr sehr viele Menschen in eurem Leben habt, die überhaupt nicht an eurem Wohlergehen interessiert sind, dann kann man euch schon fragen, was macht ihr da? Ja, also. Ihr könntet ja auch liebe und nette Menschen in eurem Leben haben. Warum holt ihr euch denn die anderen in euer Leben? Oder warum lasst ihr zu, dass die in euer Leben kommen und dann diese Stellen besetzen? Ich meine, die Beziehungsfähigkeit jedes Menschen ist begrenzt. Ja, also man könnte es so sehen, ne, also wie so eine Firma, aber das persönliche Leben. Ich habe vielleicht, nimm mal die, da, es stimmt zwar wahrscheinlich nicht, aber nehmen wir trotzdem die Dunbar-Zahl von Robin Dunbar, diesem Evolutionspsychologen, und sagen, du hast so 150 Plätze zu besetzen in deinem Leben. 150 Menschen, mit denen du wirklich in Beziehung stehen kannst. Und dann kann man es ganz nüchtern so sehen, ne? Also Mathematik hilft, wenn halt drei Leute bei dir drin sind, in deinem System, ja, und die meinen es eigentlich nicht gut mit dir, sind aber in deinem System drin, in deinem persönlichen, in deiner kleinen persönlichen Lebensfirma. Dann besetzen diese drei
die Positionen von anderen drei Menschen, die dort sein könnten, die aber lieb und nett mit dir wären, die es gut mit dir meinen würden, die dich stärker machen würden, die dich stützen würden, die dich unterstützen würden und so weiter. Und da ist ja die Frage, warum hast du diese drei Menschen in deinem Leben? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, nicht in einer liberalen Gesellschaft, wo man sich Beziehungen suchen kann und wo man sich aus dem Weg gehen kann, wenn man möchte. Das ist ja anders als mal vor 150 Jahren auf dem Dorf, auf Gedeih oder Verderb, wo man verheiratet wurde mit jemandem, mit dem man dann klarkommen musste, ne? Wo die Mobilität noch viel geringer war unter den Menschen, wo einem vorgeschrieben wurde, welchen Beruf man haben müsste oder in welcher Firma man arbeiten müsste, ja? Das ist ja heute nicht mehr so bei den meisten Menschen, habe ich gehört. Ja? Und wenn ihr dann noch diese Menschen in eurem Leben habt, ist ja schon die Frage, was macht ihr da? Ja? Und das Schlimme ist ja, wenn wir nochmal diese Zahl 150 nehmen vom Robin Dunbar, bei den meisten Menschen sind das nicht drei. Bei manchen Menschen sind das 147 Menschen oder sogar 150 Menschen, die in ihrem Leben sind, die aber an ihrem Wohlergehen überhaupt nicht interessiert sind. Natürlich leben diese Menschen in einer sehr, sehr düsteren Welt, weil in ihrem persönlichen nahen Beziehungssystem lauter nicht mit ihnen wohlmeinende Menschen sind. Das ist dann ihre Welt. Ja? Und wenn ich also lauter schlechte Interaktionen habe, lauter schlechte Beziehungen habe, wenig Empathie habe in meiner kleinen persönlichen Welt, dann formt das natürlich mein Weltbild. Ich denke dann, die Welt ist ein düsterer Ort, ein Jammertal. Naja, aber sie ist halt deswegen, weil ich mir das so eingerichtet habe. Ich hätte es mir auch anders einrichten können. Ja, und machen wenige. Warum auch immer. Ich musste schmerzhaft lernen. Ja, also mein Leben war die Hölle, kurz gesagt. Oder war viele Höllen, lange, lange Jahre. Heute ist es einigermaßen auszuhalten. So. Halbwegs. So, alle diese Ziele kann man in Gruppen- und Familientherapie anwenden. Zunächst werden wir auf die Gruppentherapie sehen und uns dann der Familientherapie zuwenden. Wir werden uns bewusst auf Beispiele stützen, um den Gebrauch von verschiedenen Prinzipien aufzuzeigen. Es ist nicht beabsichtigt, im Folgenden eine erschöpfende Analyse von Gruppen- und Familientherapie oder von der provokativen Therapie in diesen Patientengruppen zu geben. Wir wollen einfach anhand von Beispielen über einige Aspekte und Probleme in Gruppen- und Familientherapie bei der Anwendung von provokativer Therapie berichten. Also es geht um mehr so Inspiration, nicht um erschöpfende Behandlung. Es sagt, also kurz gesagt, sie sagen, man könnte darüber noch viel mehr sagen, aber wir tun es nicht, weil für diesen Rahmen reicht das aus, was wir im Folgenden tun werden. Und auch ich mache hier einen Punkt, weil jetzt habe ich so viel gelabert und so viel mein Zeug reingemischt, dass ich das nicht verderben will. Also hier geht es dann weiter auf Seite 195 mit provokativer Gruppentherapie zunächst. Ne? Das wird dann das nächste Video sein. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch gute Beziehungen. Ich wünsche euch, dass ihr euch die Menschen sucht, die euch gut tun. Und dass ihr den Menschen aus dem Weg geht, beziehungsweise sie hochkant mit einem freundlichen Fußtritt aus eurem Leben befördert, die euch nicht gut tun. Ich kann das nur empfehlen aus Eigenerfahrung. Ja. Also jemand, der euch anhalten, nicht gut tut, hat in eurem Leben nichts verloren. Egal wer er ist oder sie. Niemand. Ceterum censeo, Democratiam esse sotiendam.